Rache ist süß, sage ich nur. Caro, das ist echt kacke von dir gerade. Caro, geh! Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ich glaube, ihr habt es schon im Titel und auf dem Thumbnail gesehen. Rache ist süß, sage ich nur. Denn ihr könnt euch ja noch bestimmt daran erinnern, wie Nadine einfach mal random Video gedreht hat, wo sie mich dann so geärgert hat und bla bla bla. Das mache ich jetzt auch. Wir werden gleich streamen. Sie macht noch was am Laptop auf dem Sofa und ich dachte mir jetzt mal so, dass wir einfach den Spieß mal eben kurz umdrehen. Und zwar versuche ich aus ihr die Wörter geht's noch rauszukitzeln. Also wenn sie diese beiden Wörter gesagt hat, endet das Video. Mal sehen, ob das klappt und mal sehen, ob ja, ich sie gut ärgern kann und das ein Fest wird, sage ich mal. Also ich gehe jetzt mal rüber. Wir machen das Ganze. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und es ist mal wieder so ein random Video, aber wir lieben es. Und ihr liebt es auch. Also let's go und mal sehen, ob sie die Wörter sagt. Nein, sag nicht, das ist jetzt auch so ein Video. Es geht. Caro, du nervst. Witzig. Ich weiß doch, dass du jetzt die Rache drehst. Ja, aber so schnell kommst du da nicht drauf jetzt. Da drauf? Ja. Dass ich aufhöre. Wie? Ich komme da nicht drauf, dass du aufhörst. Ja, ich würde mal eben deinen Laptop wegstellen. Warum? Ja, mach mal eben. Mach jetzt mal eben. Caroline, warum soll ich denn meinen Laptop wegstellen, damit du mich ärgern kannst? Ja, zum Schutz deines Laptops. Wenn du willst, dass der kaputt geht, dann ran. Ja, dann kannst du mir den ja bezahlen. Nee, so viel Kohle habe ich nicht. Jetzt gibt. Was geht? Nicht viel bei dir. Hör jetzt auf! Ich kann das auch. Ja, aber du musst doch die Kamera aufpassen. Ja, ich hab doch noch mein Handy. Caroline, jetzt lass es sein. Wie lange geht das denn jetzt? Ja, bist du... Caroline, du nervst. Bist du was sagst? Caroline, du nervst. Bist du was sagst? Wie, was anderes? Ja, sonst hätte ich ja schon aufgehört. Du stinkst. Ja, wahrscheinlich denke ich das, damit du das sagst. Das ist aber nur die Wahrheit. Hey, was ist das denn? Das ist von der Knoblauchzehe, die du heute essen gemacht hast. Ja, ist gut für die Verdauung. Nee, man sagt doch immer, Knoblauch ist gesund, obwohl das stimmt. Ja, schön, dann viel Spaß auf der Toilette. Da habe ich immer Spaß. Okay, Caro, ich muss am Laptop arbeiten. Ja, wir gehen doch gleich schon wieder live. Dann rate doch jetzt mal was. Was willst du von mir? Dass du was, du musst was sagen, damit dieses Video endet. Ja, du nervst. Das ist es aber nicht. Ja, tschüss. Geh weg. Nein. Warum bist du nicht so kitzelig? Hör auf, Nadine, hör auf. Schön. Richtig guter Content, wie du das Sofa filmst. Ja. Du drückst einfach nur, als wenn du kneten möchtest. Ja, man muss halt ein bisschen kneten. Jetzt sag doch mal was. Caroline, hallo, wie geht's? Wir streamen gleich House of Ashes weiter. Ich bin eigentlich in der cozy Mood. Ja, jetzt bin ich nie mehr in der cozy Mood. Wir haben bald Weihnachten. Why? Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need and I don't care about the present underneath the Christmas tree. And I just want you for my own. Ja, das bringt es aber jetzt auch nichts, Nadine. Baby, all I want for Christmas is you. Nadine, das bringt es jetzt ja auch nicht weiter. Kannst du bitte, ich präsentiere gerade was. Das sollst du aber nicht präsentieren. Du sollst Nein, ich wollte was erzählen, was ich heute gesehen habe. Nadine. Und zwar, lass mich jetzt bitte. Nadine, darf ich dir was sagen? Was? Das bringt dir gerade gar nichts. Du sollst was versuchen zu sagen. Ja, ist doch nicht mein Problem, wenn du dir was Neuartiges ausdenkst. Wow, also, voll neuartig. Ja. Wenn jetzt vielleicht was nehmen müssen, was ich wahrscheinlicher sage. Das sagst du häufig, wenn du angepisst bist. Nervst. Geh weg. Du stinkst. Nee, und zwar hat Mariah Carey einfach einen Video hochgeladen. Das hat 46. Wer ist das denn? Wer ist denn Tyne Weidler? Muss man ja nicht kennen. Mariah Carey ist die Sängerin von All I Want for Christmas Is You. Ja, muss man ja nicht kennen. Genau, klar.
Und die hat ein Reel hochgeladen, das hat 47 Millionen Aufrufe, also könnt ihr euch auf Instagram mal gucken, wo sie erst irgendwie auf so einem Rad strampelt, also auf so einem Stehrad pendelt, oder wie das cool heißt. Und da ist dann noch so Halloween-Stimmung und dann sitzt sie auf einmal irgendwie auf so einem Elch und singt All I Want for Christmas is You, weil die Zeit angebrochen ist. Richtig. Also die lebt einfach von diesem einen Lied. Richtig cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dann rate mal weiter. Also irgendwie bin ich im Nerv besser als du. Weil ich nerv dich ja jetzt gerade schon wieder mit meinem Gerede. Na, du nervst mich auch also die ganze Zeit. So durch. Okay, dann überlege ich jetzt, was du mal zu mir sagst. Yay. Was ich sage. Caro ist zu faul, um mich zu ärgern. Geh weg, du bist Dreck. Caro, das ist echt kacke von dir gerade. Caro ist so scheiße. Lass mich in Ruhe. Muss ich jetzt ernsthaft ein Szenario, okay. Ja, gib mir ein Szenario. Szenario, ich bin unvorsichtig und in dem Moment fällt was um. Und das ist so aus dem Affekt, sagst du, sind so zwei Wörter. Boah, Caro, du bist immer so. Nein, so zwei Wörter. Dein Ernst? So ähnlich. Spinnst du? Nee, so ähnlich. Du sagst bei dein Ernst und spinnst du, bist ähnlich. Ja, ja, so ähnlich. Gib mir noch einen Tipp. Das Verb hast du schon genannt mit G. Geh weg. Ja, hab ich schon dann gesagt. Na ja, mit das erste Verb ist richtig. Das musst du nur anders konjugieren. Caro, geh. Okay. Ist eine, geht's ist noch? Eine, ja! Geht's noch, sag ich. Sag ich nie. Doch. Geht's noch? Wenn was nein, passiert, sag ich doch nicht, geht's ich noch. Ich betone mal. Ja. Geht's noch? Das sag ich nie! Das sag ich nie! Nein, nein, das sag ich nie. Klar. Das sag ich nie. Leute, es war ja Halloween und da haben wir mal wieder ausnahmsweise ein paar Horrorfilme geguckt. Also ist ja auch wieder eine super Aufnahme hier an dieser Stelle. Aber ey, das Licht scheint hier gerade voll geil rein. Man sieht richtig fresh aus. Und Nadine, was empfehlen wir? Wir empfehlen. Du hast keine Idee und deswegen soll ich für dich empfehlen. Und zwar, Leute, die Conjuring, Annabelle und The Nun-Reihe. Geile Filme, wenn man auf Horrorfilme steht. Also mittlerweile, da wir die ganzen Horrorspiele mittlerweile spielen, bin ich ein bisschen mehr in Horrorfilme gewöhnt. Schaut euch gerne mal die Annabelle-Teile, also wir haben jetzt als letztes Annabelle 3 geguckt, schaut es euch an. Fresh. Ich finde, das ist der beste Annabelle-Teil, weil ich finde die nicht ganz so gruselig wie die anderen und da spielen coole Leute mit. Ja, schaut es euch an. Gibt's auf Netflix und Prime. Ja, soll ich die Abmoderation für dich machen? Okay. Also Leute, schreibt bitte ganz, ganz gerne in die Kommentare, wer hat es besser gemacht? Und ich glaube, wir wissen alle, wer es besser gemacht hat. Oder Leute schreiben rein. Nein, geht's noch? Hallo! Oder geht's noch? Oder die Leute schreiben demnächst rein, also in das Video, was ich oder du zum Beispiel noch sagen können, wenn damit das Video beendet und es hat nur einer von uns in die Kommentare. Könnt ihr auch machen, aber bitte als allererstes beantwortet bitte, wer es besser gemacht hat. Und wir wissen alle, wer. Ja, ob ich es nochmal machen soll. Ich habe ja auch mitgemacht. Du hast mitgemacht? Ja, ich habe mich auch ärgern lassen. Ich habe ja auch Spaß. Entschuldigung, du hättest mich ja auch krasser ärgern können. Mich bespritzen mit... Ja, damit hier die ganzen Möbel kaputt gehen, ist natürlich witzig. Gib gerne einen Daumen nach oben, wenn wir diese Reihe fortsetzen sollen oder mal was anderes Spontanes machen sollen. Ich habe nämlich noch ein paar Ideen, die vielleicht auch ein bisschen aufwendiger sind, aber das könnte man gut vorbereiten. Dann könnt ihr uns natürlich auch super gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Schaut auf jeden Fall ganz, ganz dringend auf Instagram vorbei, denn da gibt es tagesaktuellen Content. In diesem Sinne würden wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie? Da! Tschüss!